Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe vor ein paar Monaten ein Video gemacht, weil ich im Krankenhaus war. Man hat bei mir mehrere Autoimmunerkrankungen festgestellt. Das Ganze ist aufgefallen durch eben extrem hohe Leberwerte, weil es mir extrem schlecht ging. Ja, und sind mehrere Krankenhäuser dran an meinem Fall, weil es nicht klar ist, was ich habe und wo das herkommt. Es scheint eben was sehr Seltenes zu sein. Man hat wirklich alles durchgetestet. Ich war mehrfach unter Vollnarkose. Man hat Proben aus der Leber, aus dem Darm entnommen. Man hat komplett mit Kameras und Ultraschall in meinem ganzen Körper rumgeguckt. In der Radiologie Bilder gemacht, CT, alles wirklich. Also ich bin von Kopf bis Fuß durchgecheckt worden. Und sie finden die Ursache nicht. Ja, und dann habe ich eine sehr hohe Cortisondosis bekommen. Damit sind die Werte alle besser geworden. Naja, und jetzt sind die Werte wieder hochgegangen und das bedeutet, ich muss ab morgen wieder ins Krankenhaus und das bedeutet halt auch, dass jetzt erstmal leider keine Videos kommen. Ich weiß nicht genau wie lange, vielleicht eine Woche oder so, schätze ich mal, aber ja, ich muss jetzt erstmal wieder stationär rein und die wollen eben gucken, was ich habe. Der Punkt an dieser Sache ist, ja, auch das Treasure-Gewinnspiel muss leider nach hinten verschoben werden, weil ich jetzt nicht dazu komme, den zu verschicken und wen auszuwählen. Das mache ich aber alles dann danach. Ja, der Punkt ist, dass ich das letzte Mal, und da bin ich super dankbar für, natürlich hunderte, tausende Glückwünsche bzw. Besserungswünsche bekommen habe. Und ich möchte, dass dieses Mal die privaten Nachrichten ein bisschen zurückgeschraubt werden. Ich weiß, viele von euch machen sich Sorgen, aber mich stresst das Ganze total, ständig allen zu erklären, was ich habe. Und vor allem haben ganz viele auch ganz wilde Ideen, was ich haben könnte und wollen da mitspekulieren. Und das verstehe ich auch. Ja, macht ihr euch da zum Teil ja auch große Sorgen. Aber für mich ist es einfach nur Stress pur. Und wie gesagt, es sind mehrere Krankenhäuser an meinem Fall dran, die prüfen das ja auch und die haben ja wirklich krasse Möglichkeiten, sowas zu prüfen. Und ich möchte einfach, dass das mit den privaten Nachrichten ein bisschen zurückgeschraubt wird. Bitte keine E-Mails, keine privaten Telegram-Nachrichten von niemandem. Ja, also das meine ich wirklich einmal komplett durch die Bank, weil es für mich einfach mehr Belastung bedeutet, weil ich irgendwie dann mich auch in dem Zwang sehe, das zu beantworten und so. Ja, und für mich ist es schon Stress pur, das meinen Eltern alles zu erklären und meinen Eltern zu sagen und meinen Verwandten und meinen Freunden und das belastet mich schon total. Also bitte keine privaten Nachrichten zu dem Thema. Ich möchte eigentlich dieses Video einfach nur machen, damit ihr Bescheid wisst, warum jetzt erstmal keine Videos kommen werden. Und dass ich jetzt leider erstmal wieder ins Krankenhaus muss. Und ich hoffe natürlich, dass das alles wieder gut wird. Die Leberwerte sind jetzt die letzten 2 Wochen eben wieder hochgegangen. Und ja, ich muss jetzt eben gucken, dass die dort die Ursache finden. Ich werde auch dieses Mal noch in ein anderes Krankenhaus eingeliefert, was nochmal ein bisschen nochmal mehr Möglichkeiten hat. Auch technische Möglichkeiten, aber auch von den ganzen Ressourcen her, von dem Personal sind sie deutlich krasser aufgestellt. Also sie haben da wirklich, wirklich krass gute Ärzte und auch krasse Möglichkeiten. Ja, und die wollen jetzt eben stationär prüfen und mich auch nochmal durchchecken und nochmal gucken. Ja, nimmt mir das nicht zu übel mit den privaten Nachrichten. Ich kann es wirklich nicht gebrauchen. Also ich will es nicht mal eigentlich von meinen Eltern oder meinen Freunden, ja, weil es einfach für mich noch mehr Belastung ist und alle haben gute Ideen und wissen, woran es liegt oder hoffen es zu wissen. Und das Problem ist halt, ich muss es dann immer erklären und auch erklären, dass schon alles getestet wurde, dass man schon alles geprüft hat, dass jede Idee auch bei den Ärzten schon mal im Raum stand. Und es ist für mich dann einfach Belastung. Ich möchte am liebsten gar keine Erklärung abgeben müssen an Einzelpersonen, weil häufig auch die gleichen Sachen kommen und ich alles 5 bis 10 Mal erzähle. Und letzten Endes ich mich viel mehr auf das konzentrieren will, was jetzt wirklich ansteht, eben die Sachen im Krankenhaus und dass man prüft, woran es liegt, weil ja, es jetzt einfach wieder da ist und das natürlich kein Zustand für meine Zukunft ist. Ja, und dementsprechend habt bitte, bitte dafür Verständnis, nehmt es mir auch nicht übel, ich meine das nicht böse, wirklich nicht. Es ist einfach für mich, wie gesagt, einfach mehr Belastung. Ja, also mir hilft es eher, wenn ihr mir einfach ja, in den öffentlichen Medien eine gute Besserung oder sowas wünscht, ja, als private Nachrichten an der Stelle. Ne? Ja, und ansonsten hoffe ich jetzt, dass die Ärzte möglichst schnell finden, was ich habe und da auch eine Lösung für haben, weil auch das mit dem Cortison ist keine Dauerlösung. Ja, das geht einfach auch nicht dauerhaft so weiter. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass jetzt der Krankenhaustermin so relativ schnell ging, weil ich eigentlich bei den Fachärzten meinen Termin erst im Dezember gehabt hätte. Und das ist natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Werte vorgezogen worden. Das
hat es halt an, das ist eben das Gute an dieser Sache. Ja, ansonsten, bleibt mir treu, rennt mir nicht weg, ich bin bald wieder da, nur jetzt steht leider erstmal Krankenhaus an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute, und tschüss.